Guten Morgen, Frau Kloppenburg. Sie sind Lehrerin an der Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg-Dulsberg und ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen ein bisschen sprechen können. Guten Morgen, Frau Sudi. Hallo. Sie sind kurz vor dem Unterrichtsbeginn. Es ist jetzt kurz nach 9. Um 10 geht's los mit dem digitalen Unterricht, mit dem Fernunterricht. Stimmt das? Das ist richtig, genau. Um 10 fängt meine Klasse mit mir jeden zweiten Tag an, im Klassenverband den digitalen Unterricht zu gestalten. Wie geht das? Wie machen Sie das? Das ist ja was völlig anderes, als wenn Sie die Klasse bei sich vor Ort haben. Wie organisieren Sie das? Wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, am Anfang war das natürlich sehr viel Versuch, sehr viele Fehler sind passiert oder ich hatte viele Voraussetzungen nicht gegeben in den Klassen. Das funktioniert aber erstmal im Großen funktioniert es so, dass wir uns alle in einem Zoom-Chat-Raum treffen. Das ist einer der Anbieter. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die nehmen ganz andere Anbieter oder organisieren es für ihre Schülerinnen, so wie es passt. Und dort treffen wir uns und dann hake ich erstmal die Anwesenheit ab, denn ich führe auch die Anwesenheitsliste. Und ferner frage ich jeden Tag, wie es meinen Schülerinnen und Schülern geht, denn das ist nicht nur für uns Lehrkräfte eine besondere Herausforderung, sondern vor allen Dingen auch für unsere Schülerinnen und Schüler, die eigentlich es ja nicht gewohnt sind, selbstständig zu Hause zu lernen, zumal sie bei uns an der Ganztagsschule beschäftigt sind. Ja, und wie geht's den Schülern? Was erleben Sie da? Ja, also ich denke, das ist im Moment noch ganz unterschiedlich sozusagen. Einigen Schülerinnen und Schülern geht es ganz gut. Meiner Klasse selbst geht es im Gro gesehen recht gut, weil sie sehr engmaschig betreut werden. Einige Schülerinnen empfinden vor allen Dingen die Materialflut als sehr stressig, die von allen Seiten kommt. Gleichsam ist es ja so, dass keiner von uns Lehrkräften, ich denke, da spreche ich auch sicherlich nicht nur für unsere Kolleginnen und Kollegen, sondern auch bundesweit, keiner möchte natürlich seine eigenen Schülerinnen und Schüler überfordern, überfrachten. Und doch kommt es immer wieder vor, dass einfach zu viele Materialien bei den Schülern und in den Elternhäusern ankommen auf elektronischem Wege. Und da muss jede Schule sicherlich den eigenen Weg finden, wie sie das für ihre eigenen Schüler gut vorstrukturiert, sodass sie nicht überfrachtet sind. Das heißt, Sie haben da auch jetzt gar nicht wahrscheinlich die Möglichkeit, sich mit den anderen Kollegen abzustimmen und zu gucken, im Fach Deutsch haben wir die Materialien, im Fach Mathematik etwas anderes? Oder haben Sie die Möglichkeit? Oder doch, das machen wir. Das geht also. Das heißt, Sie sprechen sich ab und dann bekommen die Schüler die Materialien. Jetzt sagten Sie, Sie treffen sich im Zoom-Raum. Findet da auch tatsächlich Unterricht statt? Also, machen Sie dann richtig Unterrichtseinheiten, zum Beispiel im Fach Deutsch oder Musik? Oder geht es da mehr um das Treffen und den Austausch? Also zunächst einmal haben wir an unserer Schule ein enorm wichtiges Fach, was kaum wichtiger sein dürfte, gerade in dieser Zeit. Das Fach heißt Soziales Lernen. Ich habe das große Glück, als Klassenleitung einer 8. Klasse das selbst in meiner Klasse unterrichten zu können. Und dieses Fach hilft uns gerade in der Distanz sozial gut zu lernen. Das sind ja Themen, die das soziale Lernen umfassen, die können wir gut miteinander umgehen. Wir haben eine Schule, die einen sehr hohen Migrationshintergrund hat und entsprechend knapp um die 60 Nationen sind an unserer Schule unter den Schülerinnen und Schülern vertreten. Und da ist es natürlich so, dass wir alle gemeinsam lernen, aber durchaus auch mal die ein oder anderen Probleme rein kulturell bedingt auch schon entstehen, was gar nicht schlimm ist. Ich empfinde dieses multikulturelle Lernen als ja große Bereicherung. Auf der anderen Seite, zumal ich auch sehr viele Jahre in den internationalen Vorbereitungsklassen unterrichtet habe. Auf der anderen Seite gibt es da immer wieder viele Bedarfe. Das, was wir jetzt gemacht haben, da nenne ich jetzt ein konkretes Beispiel. Ich habe im sozialen Lernen im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern, das finde ich einfach so toll, dass auch viele die wenig haben, ganz, ganz viel Herz geben. Mit diesen Schülern habe ich jetzt für 4 Altenheime in der Umgebung auf dem Dulsberg Briefe geschrieben.
Mhm. Darin haben die Schülerinnen beschrieben, wie es ihnen selbst zurzeit geht. Diese Briefe sollen als Motivationsschub für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime gelten, die eben im Moment sehr isoliert sind und gar nicht raus können. Und diese Erfahrung machen unsere Schülerinnen auch. Also sie sitzen ja selber mehr oder weniger isoliert, dürfen nicht mehr zum Einkaufen gehen. Viele Eltern verbieten das. Sie gehen nur noch ums Haus, wenn sie Haustiere haben, weil auch die Angst einfach da ist. Und das aber, was ich sagen wollte, was die Schülerinnen und Schüler beschrieben haben, sie haben gesagt, ja, wir dürfen auch unsere Oma oder unseren Opa nicht sehen oder die hängen in anderen Ländern gerade noch fest, aufgrund der Grenzschließung und wir können sie auch nicht mehr sehen. Und wir hoffen sehr, da erwarte ich vielleicht sogar in dieser Woche schon Antworten aus den Altenheimen, dass da eine Rückmeldung kommt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner diese Briefe, die sehr rührend waren, die mich persönlich sehr berührt haben, ja, empfinden. Finde ich eine wunderbare Idee, weil es ja tatsächlich so ist, dass auch in den alten Pflegeheimen viele Menschen eben keinen Besuch mehr von ihren Verwandten empfangen dürfen, weil da sind die Gesundheits- und Infektionsrisiken natürlich besonders hoch. Ganz, ganz schöne Idee. Ist wahrscheinlich auch für die Kinder eine ganz tolle Erfahrung, wenn da tatsächlich etwas zurückkommt und sie sehen, dass das eine Resonanz ausgelöst hat, was sie da machen. Wie kommen denn die Briefe dahin? Ist das tatsächlich ein Handgeschrieben, der dann... Genau, die Kinder haben... Genau, die Kinder haben alle per Hand einen Brief geschrieben. Den haben sie mir über verschiedene Medien, WhatsApp, E-Mail, eingescannt, wie auch immer, rüber geschickt. Ich habe die noch ein bisschen verschönert. Die meisten Schülerinnen und Schüler meiner Klasse haben nicht die Möglichkeit, auszudrucken oder einen Scanner oder irgendwas zu Hause. Die haben mir dann einfach über WhatsApp die Briefe gesendet und ich habe die noch ein bisschen verschönert und dann bei mir zu Hause ausgedruckt, sodass sie zwar nicht im Original vorliegen, aber so doch handschriftlich Das ist einfach nochmal eine Spur persönlicher. Ja, tolle Idee. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass die technischen Voraussetzungen nicht in allen Elternhäusern gleich sind, teilweise auch nicht so optimal sind, was natürlich gerade, wenn man auf Distanz lernt, digital lernt, natürlich ein Problem ist. Wie beobachten Sie das? Wie gehen Sie damit auch um? Was bedeutet das auch für die Chancengerechtigkeit von Kindern? Das ist ja in Deutschland immer wieder ein Thema, dass Erfolg in der Schule auch ganz stark davon abhängt, aus welchem Elternhaus ein Kind kommt, ob es einen Migrationshintergrund gibt, ob Eltern eine Arbeitslosigkeit haben oder auch nicht. Wie erleben Sie das jetzt? Sie erleben das wahrscheinlich in Ihrem täglichen Leben immer, aber wahrscheinlich erleben Sie das jetzt nochmal wie unter so einem Brennglas. Wie stellt sich das für Sie dar? Ja, das ist ein Punkt, der mir persönlich große Sorgen bereitet. Mit Blick auf die Chancengleichheit, mit Blick auf die ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, die unsere Schülerinnen und Schüler haben. Ich habe in der ersten Woche, seit dem dritten Tag der Schulschließung in Hamburg, gibt es die besondere Situation, das war das einzige Bundesland, was sogenannte Skiferien, Frühjahrsferien hatte und ist nahtlos dann in die Schulschließung übergegangen, sodass wir jetzt in der siebten Woche der Schulschließung sind, wenn man so möchte, also damit auch einen längeren Zeitraum jetzt schon abdecken, als die Sommerferien eigentlich sind. Und das stellt uns in unseren Schulen, in unserer Schule, mit unserer Schülerschaft sicherlich vor große Probleme. Ich habe in der ersten Woche der Schulschließung bereits den digitalen Video-Chat-Unterricht starten können, aber nur, weil ich dafür Sorge getragen habe, aber auch als Privatinitiative, dass alle Schülerinnen und Schüler meiner Klasse irgendwie mit Endgeräten, mit einem Smartphone zumindest ausgestattet sind, auch dank einiger Spenden, die dann direkt an die Schüler gesendet worden sind, sodass wir durchstarten konnten. Ja, das ist ja großartig. Und Sie haben selber Spenden akquiriert, damit alle Schüler tatsächlich die Endgeräte auch haben. Waren das Privatpersonen oder Unternehmen oder wie haben Sie das gemacht? Genau, das waren Privatpersonen, die ich jetzt hier sicherlich nicht namentlich nennen werde, aber die waren einfach so nett, die haben das so ein bisschen gehört, haben das ein bisschen gelesen von mir und haben sich dann gedacht, gut, da müssen wir was tun, haben mich angeschrieben und haben auf direktem Wege sozusagen über den Postweg meine Schülerinnen und Schüler entsprechend ausgestattet.
Ja, wunderbar, toll. Ja, das war eine gute Geschichte, sodass ich tatsächlich in der ersten Woche auch starten konnte mit dem Videochat-Unterricht, da wir ja frühzeitig am Wochenende alle von der Schulleitung darüber informiert worden sind und selbst in den Medien verfolgen konnten, dass die Schulen nun geschlossen bleiben. Ja. Also mussten wir irgendwie überlegen, wie wir unsere Schüler erreichen. Und das kann ja nur immer in Abhängigkeit zu dem Schülerklientel passieren, ja, das wir eben vorfinden. Sprich, wenn vielleicht, also wir beschäftigen uns mit Fragen, die in anderen Schulen gar nicht aufkommen, weil da die Voraussetzung ganz klar gegeben ist. Da hat jedes Kind ein Smartphone, da hat jedes Kind, und das ist der nächste wichtige Punkt, und den würde ich auch als Frage gerne einfach auch an Sie oder mitgeben, ja, wie machen wir es denn eigentlich mit den Kindern, die Strukturen nicht haben? Wir haben viele Kinder, die kein Internet zur Verfügung haben, weil sie in den Wohnunterkünften leben als geflüchtete Schülerin beispielsweise. Davon haben wir sehr viele an unserer Schule, aber auch privat, wo kein oder sehr schlechtes Internet zur Verfügung steht. Und da sind auch die Gelder nicht unbedingt vorhanden, um diese Schüler auszustatten. Denn es reicht ja nicht nur, sie mit Endgeräten auszustatten, sie brauchen ja auch WLAN. Natürlich. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man, die Schulen sind ja jetzt leer, dass man, das sind ja nicht alle Schüler, die das betrifft, dass das entsprechende Netz nicht vorhanden ist, dass man den Schülern auch die Räume zur Verfügung stellt, sie dann aber auch so weit separiert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Ist das möglich? Wird daran gedacht? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass alle Schulen, sicherlich gilt das nicht nur für Hamburg, sondern im gesamten Bundesgebiet, eine sogenannte Notbetreuung vorhalten müssen. Eine Notbetreuung kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein. Einmal die benannten eben, mangels Internet oder Schülerinnen und Schüler können sich zu Hause nicht konzentrieren, weil sie auf sehr kleinem Raum mit sehr vielen Familienmitgliedern, Geschwistern zusammenhocken, die sich unter Umständen noch ein Gerät, wenn überhaupt eins vorhanden ist, teilen müssen. Und ja, auch Schülerinnen und Schüler, denen einfach die Struktur fehlt, zu Hause gar nicht arbeiten können. Diese Schülerinnen und Schüler kommen in unsere Notbetreuung, die auch wir haben. Das ist gemessen an der hohen Anzahl an Schülern, die wir haben, ein ganz kleiner Teil. Mhm. Da kann man jetzt erstmal sagen, Mensch, das ist ja gut, dass das geklappt hat. Das läuft so, wie es auch laufen soll, möglichst zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite ist aber auch genau das der Punkt, der mir persönlich als Lehrkraft Sorgen bereitet, weil ich weiß, dass ganz viele zu Hause einfach fallen werden, wenn sie nicht für uns Lehrkräfte erreichbar sind. Das ist so der Punkt, der mir Sorge bereitet. Wo bleiben die Schwächsten? Ja. Das sollte man wissen. Ich mache mir darüber auch Sorgen, weil es sind ja nicht die Kinder, die zu Hause Elternteile haben, die in der Lage sind, die das auch einfach schaffen können, sich neben dem Job und allem, was anfällt, wirklich intensiv auch um die Kinder weiter zu kümmern. Davon gibt es viele Eltern, das ist auch wunderbar, aber es sind eben nicht alle Kinder. Und das sind sowieso Kinder, die es wahrscheinlich sowieso schwerer im Leben haben, grundsätzlich, und die jetzt ja noch mal verstärkt darunter leiden. Was können Sie da tun? Ich habe auch schon mal gehört, dass viel mehr telefoniert wird, dass also Lehrer ihre Schüler auch anrufen, versuchen da auch einen Ort zu haben, Unterstützung zu geben. Das ist natürlich sehr aufwendig bei so vielen Schülern, die Sie haben. Haben Sie da Möglichkeiten? Ja, genau. Also an unserer Schule speziell, wenn Sie sich darauf beziehen, ist es so, wir haben ja um die 1600 Schülerinnen und Schüler. Da hat die Schulleitung sich etwas ganz Gutes einfallen lassen. Die haben nämlich eine eigene Poststelle erfunden. Das muss man sich so vorstellen, dass der Teil der Kolleginnen und Kollegen, das sind die Honorarkräfte in der Regel, die jetzt ja quasi durch die leere Schule arbeitslos geworden wären, wenn man nicht so eine geniale Idee erfunden oder ins Leben gerufen hätte. Das muss man sich also so vorstellen, dass Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen in der Unterstufe, aber auch in Jahrgang 7 oder in anderen Jahrgängen, in die Schulen fahren, für ihre Schülerinnen und Schüler, für ihre Klassen, Päckchen packen mit Büchern, mit Arbeitsmaterialien, mit Ermutigungsschreiben, wie auch immer.
und Wochenplänen, Arbeitsplänen entsprechend des Niveaus der Schüler angepasst. Wir haben ja an unserer Schule das reformpädagogische Prinzip in den Jahrgängen 5 bis 8 und können von zu Hause auch, das ist einfach großartig, auf unsere Lernwerkstätten, zum Beispiel im Fach Deutsch oder Mathe oder Englisch, zugreifen. Mhm. Aber nochmal zurück, diese Honorarkräfte fahren mit Rad oder mit allen möglichen eigenen Verkehrsmitteln über den durch Dulsberg und auch weiter entfernt und bringen diese Materialien direkt den Schülerinnen und Schülern im gebührenden Abstand natürlich nach Hause. Ja. Ich konnte mich diese Woche davon selbst überzeugen, weil ich am Montag selbst in der Notbetreuung war. Das war mir persönlich wichtig, vor Ort zu sein, weil es auch zwei Schüler meiner eigenen Klasse betraf, die gerne in die Notbetreuung gegangen sind. Und dann wollte ich einfach mal, ja, weil ich einfach Lehrerin mit Leib und Seele bin und eigentlich auch meine Schüler sehr vermisse, wie es vielen geht, wollte ich mich einfach mal erkundigen und habe mir diese Poststelle angeguckt. Ein absoluter Wahnsinn. Es ist inzwischen nach Bezirken, nach Straßen, nach Regionen aufgeteilt und die Kolleginnen und Kollegen sind im Dauereinsatz. Ich sah immer nur ein paar hin und her huschen mit wieder neuen Paketen und sofort zum nächsten Termin. Und es hängen auch Klassenstufen dran. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben auch Grundschüler, die vielleicht auch in der Digitalisierung noch nicht, wo das noch nicht so gut funktioniert im ersten oder zweiten Schuljahr, die dann natürlich alles über Telefonate machen. Das machen wir aber auch zusätzlich. Da versucht jeder, sein Prinzip, seinen Weg zu finden mit den Schülern. Ich rede ja nicht nur über Zoom mit den Schülern. Ich telefoniere mit ihnen, ich mache Einzelunterricht. Und um auf ihre Frage zu sprechen, wie machen Sie das mit dem Unterricht? Ja, ich gebe Deutschunterricht. Wir haben, wie gesagt, die Lernwerkstätten, die sogenannten Checklisten, und die Schüler werden auf unterschiedlichem Niveau unterrichtet. Und das Schöne dabei ist, wir haben ein großartiges Team. Wir Sonderpädagogen, Lehrkräfte, weitere Honorarkräfte, Sozialpädagogen. Unser Team ist multifunktional und wir treffen uns jede Woche in einer Teamsitzung, ähnlich wie wir beide das jetzt hier auch tun. Und besprechen das, worum es geht und was gerade anliegt, was wichtig ist, wie es uns geht, wie es den Schülerinnen und Schülern geht, wie wir klarkommen. Und versuchen das, was gerade wichtig ist, für die Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg zu organisieren. Ja, großartig. Finde ich toll. Haben Sie schon festgestellt, dass es andere Schulen gibt, die das nachahmen, die das auch so machen? Ich persönlich, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mich um solche Dinge gar nicht gekümmert. Also ich persönlich weiß es nicht und ich möchte jetzt auch nicht sagen, nein, gibt es nicht. Weil jemand zu und denkt, das ist eine gute Idee und wow, das kann man ja vielleicht mal nachmachen. Da hätten wir ja vielleicht schon mal was gewonnen. Genau, also es geht immer darum, jetzt sind natürlich auch andere Schulen, es kommt auf die Größe drauf an, auf die Kapazitäten, auf die Zusammensetzung. Ja. Also man kann nicht sagen, dass ein System, was in der einen Schule gut klappt, unbedingt auch in der anderen Schule gut klappen kann. Also ich denke, dass man da schon vorsichtig sein sollte, ein System auf alle anderen Systeme übertragen zu wollen oder auf andere Schulen in dem Fall übertragen zu wollen. Ja, aber vielleicht gibt es ja für Schulen, für die das eine gute Sache ist, und man kann ja durchaus Best-Practice-Beispiele teilen. Ich glaube, das ist auch gerade sinnvoll in solchen Zeiten. Ja. Ich würde noch mal interessieren, wie Sie die Rolle der Eltern in dieser Zeit einschätzen. Wir sind ja jetzt ja viel mit den Eltern zusammen. Der eine wird da sicherlich mehr Unterstützung bekommen als die anderen. Spüren Sie da die Unterschiede? Und mich würde natürlich auch interessieren, Sie sind ja selber auch Mutter, Sie haben 4 Kinder, die zur Schule gehen. Wie ist da Ihre eigene Rolle als Mutter, die das Homeschooling begleitet? Okay, dann fange ich mal direkt mit Ihrer letzten Frage an. Ja, Sie haben es angesprochen, ich bin selber Mutter 4 schulpflichtiger Kinder, die quasi links und rechts der Gaußschen Kurve unterrichtet werden. Mein jüngster Sohn hat sonderpädagogischen Förderbedarf bis hin zu zwei, die ältesten Kinder, die sicherlich am Gymnasium unterrichtet werden und auch ein Stück weit selbstständiger sind, aber trotzdem enorm Unterstützung brauchen, weil die Materialflut sie droht zu erschlagen. Das ist der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Ja, es gibt extrem große Unterschiede. Es gibt Eltern,
die ja nun bedingt durch die Pandemie auch im Homeoffice mehr oder weniger unfreiwillig sind, mhm, und die daneben auch den Alltag, den Schulalltag ihrer Kinder mit strukturieren müssen. Mhm. Also es hilft nicht, einigen Kindern hilft es nicht, irgendwie einen Arbeitsplan zu geben und zu sagen, macht mal bitte, das ist jetzt gekommen, sondern ich zum Beispiel muss bei meinem jüngsten Sohn immer daneben sitzen. Der kann gar nicht alleine arbeiten, vielleicht 10 Minuten. Okay. Das ist natürlich nicht zu schaffen, wenn man gleichzeitig 27 eigene Achtklässler und darüber hinaus noch unterrichtet und noch Fachlehrerin in anderen Klassen ist. Das funktioniert so natürlich nicht. Deswegen kann ich mich in meiner Rolle als Lehrerin einmal und in meiner Rolle als Mutter sehr gut in die Lage von Eltern hineinversetzen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, das Homeschooling, das Homeoffice und ich nenne es immer Homecooking miteinander zu vereinbaren. Und das ist auch für mich, für meine Familie eine ganz große Herausforderung. Das, es gibt gute und es gibt weniger gute Tage, wo das klappt, aber man wird langsam im Laufe der Zeit auch lockerer. Ich habe, unsere Schulleitung hat einen sehr motivierenden Brief oder eine sehr motivierende E-Mail für uns Kolleginnen und Kollegen verfasst, in der nochmal darauf hingewiesen worden ist, dass wir auch gut auf uns Acht geben mögen. Und das, was da drin steht, ist einfach auch wirklich wahr. Ich merke selber, ich habe 10 bis 11 Stunden Tage, Arbeitstage im Moment, also erheblich höher als das vor der Zeit war oder im realen Schulleben, weil ich ja vor Ort sein kann und mit den Schülern Dinge besprechen kann. Mhm. Und jetzt muss ich sehen, dafür Sorge tragen, dass wirklich jedes Kind meiner Klasse und der 8. Klasse ist zwar schon älter, aber auch noch, das sind auch noch Kinder. Ja, klar. Ja? Und die einfach auch wirklich die Unterstützung brauchen. Mhm. Und und auch die Eltern. Was mir persönlich zu schaffen macht, ist die große Angst der Eltern, die spürbare Angst, die ich auch in meinem Umfeld erlebe, die wir wahrscheinlich, diese bedrückte Stimmung, die wir alle erleben. Und das macht mir sehr Sorgen, wenn ich mitkriege, dass Eltern mich weinend anrufen, weil sie vollkommen am Ende sind ihrer Kräfte, am Ende ihrer Nerven oder einfach auch nicht wissen, wie es weitergeht. Denn wir sind ja in der noch prädestinierten Lage, dass unsere wirtschaftlichen Verhältnisse in Ordnung sind. Aber in vielen Familien sieht das nicht mehr unbedingt danach aus, dass es Eltern gibt, die ihren Job möglicherweise verlieren und wo die Hilfsmaßnahmen, da frage ich mich eben einfach auch, das ist Ländersache, klar, aber wie passt es zusammen, dass wir eine Pandemie haben, die nicht vor Ländern Halt macht, die weltweit grassiert, und wir immer noch im Föderalismus einfach der Länder stecken bleiben. Da müssen wir irgendwie zum Teil jetzt einfach mal unbürokratische Lösungen suchen. Das ist so, genau das ist das, was mir einfach fehlt. Dass wir gemeinsam nach einem Weg suchen, um möglichst schnell auch in Hilfen zu kommen. Also wenn ich das jetzt mal speziell an meinem Alltag festmache, wir sprachen über Endgeräte, wie kommen Schüler daran, dass man einfach, also es fängt auch noch einfacher an. Es gibt beinahe wöchentlich oder täglich jeden zweiten Tag neue offizielle Behördenbriefe von unserer Schulbehörde an die Eltern. Das ist wichtig, das ist richtig und das ist auch gut so. Mir fehlt die offizielle Übersetzung in mindestens, sagen wir mal, 6 bis 8 bis 10 der wichtigsten Sprachen, sodass wir Lehrkräfte uns nicht darum noch kümmern müssen. Wie komme ich jetzt dazu? Wer übersetzt mir das jetzt? Das sind Dinge. Das heißt, ohne diese Übersetzung erreichen Sie die Eltern vieler Familien wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja, genau. Also das ist so ein Problem, dass anderen gar nicht bewusst wird, dass man einfach merkt, wenn man an einer Schule arbeitet, die ganz hohen Migrationsanteil hat. Ja. Ja. Das ist ja nicht nur eine Chance, das ist ja, das stellt uns vor eine große Hürde. Und da würde ich mir wünschen, dass man schneller handeln kann. So wie wir das auch machen. Jeder von uns sucht sich ja gerade, und das ist eigentlich tatsächlich in den ganzen Hindernissen, die es natürlich auch gibt in der Beschulung, auch eine große Chance mit Blick auf die Digitalisierung. Ja. Wenn ich jetzt mal gucke, was
jetzt notgedrungen an Digitalisierung in den Schulen passieren muss, dann stelle ich fest, dass, wenn ich es salopp formuliere, sage ich, jeder von uns macht, was er will. Und der Datenschutz ist natürlich wichtig, den können wir Lehrkräfte nicht außer Acht lassen. Und dennoch müssen wir auf Systeme zurückgreifen, die funktionieren. Und wenn die offiziellen Systeme jetzt nicht so gut funktionieren oder die Server brach liegen, dann erfährt vielleicht das gesamte Land den Shutdown, aber in der Digitalisierung haben wir nahezu eine Auferstehung. Ja, das ist auch das, was ich hoffe, dass wir jetzt sehen, wie abhängig wir eigentlich davon sind, dass wir gute digitale Infrastrukturen haben, dass es läuft. Wir reden ja schon seit fast 4 Jahren über den Digitalpakt Schule, den es ja inzwischen auch gibt, wo es aber lange dauert, wo es auch sehr unbürokratisch stattfindet, dass Hilfen tatsächlich auch ausbezahlt werden, wo Schulen teilweise auch alleine gelassen werden. Es ist schade, dass es nicht schneller gegangen ist, aber wenn wir da einen Schritt weiter gewesen wären, dann wäre es für Sie und die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt sehr viel einfacher, digital zu unterrichten. Da würden auch viele Schülerinnen und Schüler profitieren. Das ist jetzt leider nicht so. Können wir Tränen nachweinen. Wir können aber hoffen, dass diese Krise uns jetzt wenigstens zeigt, wie wichtig das ist, jetzt mit Hochdruck an einem Thema wie diesem zu arbeiten. Das wäre tatsächlich etwas, was dann sicherlich auch positiv an dieser Krise sein könnte. Mhm. Ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Also Sie machen jetzt ja gerade einen unfassbaren Job. Sie haben das ja gerade nochmal beschrieben, was das bedeutet, auch mit welchem Mehraufwand Sie jetzt unterwegs sind. Das bedeutet ja nicht, dass Sie jetzt zu Hause sitzen und das schöne Wetter genießen, sondern Sie haben gerade jetzt, wo Sie nicht in der Schule sind, einen noch größeren Aufwand. Sie müssen noch mehr Engagement zeigen und das finde ich großartig. Dafür danke ich Ihnen, auch den vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die Sie haben, die sicherlich ähnlich engagiert dabei sind und dafür sorgen, dass es in diesem wichtigen Feld Bildung trotzdem irgendwie weitergeht, dass wir diese schwierige Situation irgendwie überstehen können. Finde ich ganz, ganz toll und nochmal ganz herzlichen Dank. Großartig. Ja, sehr gerne. Vielleicht gebe ich Ihnen noch ein letztes mit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, kann man. Das sind Lächeln, und zwar die Lächeln bei allem, was wir tun. Ich verschenke im Moment ganz viele dieser Lächeln an Menschen, die vielleicht auch keins mehr haben, weil sie es am nötigsten gebrauchen. Das betrifft auch meine Schülerinnen und Schüler. Und ich gehe auch lächelnd durch die Schule, um ja trotzdem Mut zuzusprechen. Ich glaube, wir brauchen in der Zeit ganz viele Mutmacher und mehr als gewöhnlich. Ja. Und deswegen... Ja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, hier sprechen zu können und verabschiede mich auch mit einem Lächeln von Ihnen und wünsche auch Ihnen gute Entscheidungen, politische Entscheidungen. Sie haben es sicherlich auch nicht gerade ganz leicht jetzt. Vielen Dank. Das Lächeln nehmen wir gerne mit durch den Tag. Gut. Sehr, sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Schultag und dann anstehend auch schöne Ostern. Danke, Frau Klopp. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Danke. Tschüss.